Hallo Leute! Heute befinden wir uns auf dem Kanal von Wissensautomat, einem guten Freund von mir. Wenn du das erste Mal hier bist, vergiss nicht zu abonnieren. In diesem Video möchte ich euch dabei helfen, Gewicht zu verlieren. Dafür werde ich euch 7 Tipps nennen, mit denen ihr schneller Fett verliert. Los geht's! Tipp Nummer 1. Setz dir kleine Ziele. In den ersten 4 Wochen einer Diät verliert man sehr schnell Gewicht. Das liegt vor allem daran, dass zuerst Wasser und Muskelmasse abgebaut wird. In den kommenden Wochen verliert man dann deutlich weniger Kilos. Aus diesem Grund verlieren viele Menschen die Motivation und brechen die Diät ab. Du kannst das verhindern, indem du dir kleine, realistische Ziele setzt. Zum Beispiel 500 Gramm jede Woche, anstatt 30 Kilo in 2 Monaten. Auf diese Art und Weise hast du das Ziel immer vor Augen und hast jede Woche ein Erfolgserlebnis. Tipp Nummer 2. Regelmäßig essen. Wer abnehmen möchte, muss regelmäßig essen. Das fängt schon beim Frühstück an. Wer das Frühstück ausfallen lässt, hat den ganzen Tag über Heißhungerattacken. Natürlich solltest du weniger essen als gewohnt, um Gewicht zu verlieren. Aber auf keinen Fall solltest du gar nichts essen. Denn dann verfällt der Körper in einen Energiesparmodus und verbrennt so wenig Kalorien wie möglich. Und wenn du dann wieder anfängst, normal zu essen, speichert sich dein Körper so viel Energie ab, wie er nur kann, weil er nicht weiß, wann die nächste Hungerphase kommt. Tipp Nummer 3. Keine Verbote aufstellen. Leider Gottes schmecken uns die ungesündesten Lebensmittel am besten. Wenn du nun alle Lebensmittel vermeiden musst, die lecker schmecken, aber viele Kalorien haben, kann das sehr demotivierend sein. Deswegen ist es empfehlenswerter, die Menge an ungesunden Lebensmitteln zu reduzieren, anstatt sie komplett zu streichen. Wenn du beispielsweise täglich eine halbe Tafel Schokolade isst, dann reduziere das auf eine halbe Tafel in der Woche. Tipp Nummer 4. Langsam essen. Du solltest dir angewöhnen, langsam zu essen. Dadurch isst du automatisch weniger. Denn nachdem du etwas heruntergeschluckt hast, dauert es einige Minuten, bis das Sättigungsgefühl eintritt. Wenn du dir beim Essen Zeit lässt, wirst du merken, dass du eigentlich viel weniger essen musst, um wirklich satt zu werden. Tipp Nummer 5. Lebensmittel essen, die lange satt halten. Heißhungerattacken sind dein schlimmster Feind während einer Diät, denn sie bringen dich dazu zu sündigen und die Diät abzubrechen. Um Heißhungerattacken zu verhindern, solltest du nur Lebensmittel zu dir nehmen, die langsam verdaut werden und lange satt halten. Dazu zählen unter anderem Haferflocken, Kartoffeln, Nüsse, Hülsenfrüchte, Fleisch und Vollkornprodukte. Fastfood, Süßigkeiten und Softdrinks solltest du auf ein Minimum reduzieren. Tipp Nummer 6. Von kleinen Tellern essen. Es hört sich banal an, aber es funktioniert tatsächlich. Eine Studie hat ergeben, dass Menschen, die große Teller verwenden, pro Mahlzeit 30% mehr essen als Menschen, die kleine Teller benutzen. Das liegt daran, dass wir gerne unsere Teller aufessen, auch wenn wir gar nicht so viel brauchen, um satt zu werden. Probier's doch mal beim nächsten Mittagessen aus. Tipp Nummer 7. Ausreichend trinken. Um Gewicht zu verlieren, ist es enorm wichtig, ausreichend Wasser zu trinken. Nur wenn dein Organismus ausreichend mit Flüssigkeit versorgt ist, kannst du effektiv Fett verbrennen. Das hört sich super einfach an, aber leider trinken die meisten Menschen viel zu wenig. Der Mensch verliert täglich 2,5 Liter Wasser. 1,5 Liter sollten wir mindestens zu uns nehmen. Den Rest nehmen wir durch Lebensmittel auf. Oftmals wird das Durstgefühl auch mit einem Hungergefühl verwechselt, was in einer Diät alles andere als wünschenswert ist. Das waren 7 Tipps, die dir dabei helfen werden, Gewicht zu verlieren. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn du mehr solcher Videos sehen willst, dann schau jetzt auf meinen Kanal vorbei. Den Link dazu findest du im Abspann dieses Videos und in der Beschreibung. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.